Normalerweise sollten wir eigentlich gleich mit Spider-Man fertig sein. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Das sind die Bossgegner hier. Erbärmlich, Gargan. Ich zerquetsche das Insekt selbst. Alter, er ist schon mal Dings. Eia. Albedo, mein Guter, grüß dich. Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Wie geht's immer besser? Ja, die haben wir schon mal. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Die sind schon mal knockout. Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow. Gefühl kann ich das schon einem Buch schreiben, ja, genau. Jetzt bekriegen sie sich doch allerdings gegenseitig. Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. So, auch fertig. Gut, Yuri. Damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Ja, Mann. Pete, hey, ich habe sämtliche Datenbanken des Landes durch. Wenn es dieses Teufelsatemlabor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Den Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse? Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich sehen, könnten andere Bewohner ins Kreuzfeuer geraten. Ich weiß, ich versuche unbemerkt hineinzukommen. Ich schleiche mich rein, finde das Labor und gehe wieder. Wenn etwas schief geht, kann ich Verstärkung rufen. Okay, riskant, aber wir brauchen die Position. Warte, bis ich in der Nähe bin. Dann geht's los. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen werden. Ich glaube, wir werden gleich die Story durch haben hier. Wir sind ja schon hier bei gerade... Wie viel Prozent? Bei 95... 5% fehlen da noch. Da sind wir durch hier. Mal gucken, ob da noch irgendwie ein paar Runden Dings Fortnite noch reichen wird. Hey MJ, was gibt's? Alles okay? Ja, ich gehe gerade auf Kontakten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry in Staten Island waren? Wegen der besten Pizza der Stadt? Ja, 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Wie könnte ich das vergessen? Diese alten Oscorp-Akten haben mich irgendwie... Stony, grüß dich. Einen wunderschönen Mann, Uta. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs. Ja. Keine alles gut bei mir, Ding. Alles gut, Alida. Alles gut. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwenden. Nur so... Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja. Okay, MJ, ich bin ein paar Blocks entfernt. Meld dich, wenn du Probleme kriegst. Danke, Pete. Wünsch mir Glück. Okay. Normans Penthouse ist im obersten Stockwerk, aber der Aufzug ist gesperrt. Mary Jane muss mir spielen, ne? Sicherheitsraum aus kann ich ihn entriegeln. Und Bürgermeister, ich denke mal, dass wir so eine halbe Stunde irgendwie die Story durch haben, ja? Aber die Wache sieht mich, wenn ich reingehe. Die Bewohner sind sauer. Vielleicht kann ich das nutzen, um von mir abzulenken. Ablenken? Ich habe meinen Inhalator vergessen. Ich habe gehört, manchmal darf man da wieder nach oben. Bei medizinischen Notfällen zum Beispiel. Wirklich? Na los, reden wir mit der Security. Hey, lassen Sie uns nach oben. Ich habe einen medizinischen Notfall. Oh Mann, ich ersticke. Lassen Sie mich doch nach oben! Bitte bleiben Sie weg. Ich muss so einen Aufstand machen, ja? Warum ist Osborn denn nicht hier unten? Ihm passiert sowas nie. Der Bürgermeister und seine Freunde sind befreit. 95%, Bruder, 95%. Sorry. Gleich wieder nach oben. Bin gleich durch. Ich wusste es. Die gehören doch alle zusammen. Je länger wir hier stehen, desto eher holt uns diese Seuche. Also 5% noch, da sind wir durch. Bloß vom Empfang fern. Der Kerl hustet wie verrückt. Was? Die müssen uns nach oben lassen. Ja, auf jeden Fall geil. Bianca will sich auch das Game holen, sagt sie.
Das, was sie gesehen hat, hat die gereicht auf jeden Fall. Also, ich habe alle Nebenmissionen durch schon. Alles komplett durch an Nebenmissionen. Fehlt noch die Hauptstory. Aber die DLCs werde ich auch noch zocken. Aber wann anders halt. Das sagten Sie schon vor einer Stunde. Ja, es ist frustrierend. Aber denken Sie daran, keinen Zutritt zum Sicherheitsraum. Alles dient Ihrer Sicherheit. Wohl eher Osborns. Gut. Hallo. Ich kenne Sable Agents, denen du gefallen wirst. Ich habe ja auch 2 Wochen lang gesuchtet, das Game, ne? Bis zum geht nicht mehr. Also, ich sag mal so, wenn. Sobald wir die Story durch haben hier. Ui. Takedown. Soll den Elektroschocker verpassen. Ich mag MJ, sei nicht so grob zu den Männern. Komm schon, dreh dich um. Brav. Sable bezahlt sicher die Unfallversicherung. Ja, allerdings, ja, genau. Und die Aufzugssteuerung ist im Sicherheitsraum. Neben dem Agent. Ich denke mal, Dings, dass wir die DLCs, da sind ja 3 Teile noch, glaube ich. Das machen wir erst nach dem Pokémon-Stream. Entriegeln wir mal den Aufzug. Also bis 15 Uhr. Und der Aufzug ist entriegelt. Dann mal ab nach oben. Bis 15 Uhr, weil ich heute meinen Kumpels da in der Stadt treffe. Wir wollen zusammen was essen gehen. Und deswegen leider nur bis 15 Uhr heute. Aber ich weiß ja nicht, wann ich heute wieder zu Hause bin, heute Abend. Wenn ihr Bock habt, Jungs, können wir gerne so für ein paar Runden Fortnite uns treffen heute Abend. Penthouse-Aufzug. Wie gesagt, ich weiß es nicht, also wenn ich dann zu Hause wieder bin. 22 Uhr, ich denke schon bis 22 Uhr. Findet den Alarmtechniker. Also ich gehe mal davon aus, dass wir heute essen werden. Dummer. Und danach werden wir schön so einen Kopf rauchen gehen, also Shisha. Und danach nach Hause. Also auf mich kannst du zählen, oder was? John, ich kann immer, Digga, immer. Auf dich kann ich immer zählen, Digga, ne? Ah ja, habe ich ja schon gesagt, dass Stony auch eine Mod ist von mir? Stony, John ist auch Mobbed. Normans Wachen haben sich verzogen. Wenn er hier oben etwas versteckt, dann finde ich es. Also ich bin gerade bei Norman Osgrob hier. Wissenschaftliche Berichte über das Spider-Man-Problem. Seltsam, dass sich eine ganze Hausindustrie auf Pete's Kräfte konzentriert hat. Noch seltsamer, dass Norman ein so aktiver Teil davon war. MJ, Sable zieht unten Leute zusammen. Ich glaube, Norman wird weggebracht. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Damit könnte ich etwas zu tun haben. Bleib lieber weg. Ich sollte fürs Erste okay sein. Ja, ich meine, den Shisha rauchen, Mann. Also Kopf, ja, in Hannover sagt man zum Shisha auch gerne auch mal so den Kopf rauchen, weißt du? Also jetzt nicht bildlich vorstellen, so wie ich jetzt so eine Kopf rauche jetzt, ne? So einen Kopf von Stony oder so rauche. Könnte ich eventuell auch machen. Er ist ja nur ein paar Meter wohnt er entfernt von mir. Aber ich meine jetzt keinen menschlichen Kopf irgendwie sowas jetzt, ne? Auftrag für ein Tastaturschloss. Offenbar ist Harrys letzter Tag der Code. Wohl der Tag, an dem Harry nach Europa geflogen ist. Kopf rauchen, ja. Shisha rauchen, ja. Vor lange nicht mal gemacht. Wenn die Jungs natürlich Bock haben, ne? Ich weiß ja nicht. Kriegen wir irgendwie so ein bisschen Spoiler eigentlich auf den Dings, auch zu dem grünen Kobold hier? Gibt's einmal was hier so? Der Wohnung. Jede Menge Platz hinter der Mauer mit dem Familienbild. Wer bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt? Hä, Familienbild? Das muss doch sein Dings sein, oder nicht? Dieser Bereich, wo seine ganzen Sachen da drin sind, ne? Wie in dem Film.
Ja, wo er seine ganzen Dings hat, seine Kobold-Sachen da hat. Okay, da komme ich nicht rein. Wo ist denn das Bild? Habt ihr besten Sensebohnen? Ey, warte mal, Digga. Ich glaube, Dings hat nicht funktioniert, Digga. Sound Alerts. Oder? Ah, doch. Auf gehen. Ich bin der Meinung, ich habe deinen Sound Alert nicht gehört, Digga. Helden sterben nicht. Wo ist denn das jetzt? Jingle Bells habe ich ja gehört, aber Helden? Doch, habe ich. Habe ich. Was ist das denn? Hier. Das ist doch sein Dings, oder? Von Kobold. Iron Man mäßig hier. Wow. Diese Maske ist unglaublich. Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt? Alter, jetzt hör mir nicht auf, Alter. Nicht, dass wir jetzt irgendwie das... Jetzt sag mir bitte nicht, dass wir jetzt... Das ist der Raum, Alter. Osborn. Norman verabschiedet seinen Sohn. Wohl als Harry letztes Jahr nach Europa gegangen ist. Geheime Tastatur hinter dem Familienbild. Norman mag wohl Agentenfilme. Hä? Diagnose abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Schutztüren geöffnet. Norman könnte jede Sekunde zurückkommen. Ich muss den Tastaturcode finden. Ach so. Harrys letzter Tag. Das war letzten Sommer. Aber es war Juli. Oder August. Harrys Tagebuch. Vielleicht finde ich da das Datum. Sein Geburtsdatum oder was? Da hinten ist ein Links. Irgendwas zu nehmen. Last Christmas, I give you my heart. But the very next day, you're giving away. Leuten. Ich frage mich, ob der ganze Wein von Normans Weingut Harry sagte, dass immer seine Mom gekocht hat. Würde mich wundern, wenn... Die Iron und die Chipmunks sind wieder am Start hier, Leute. Norman hat Harrys Zimmer verriegelt. Es soll unberührt sein, wenn Harry zurückkommt. Aber wo ist der Schlüssel? Nächste Woche, ab Montag, kommt nämlich der Weihnachtsmann bei mir. Na, 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 na. Nächste Woche, Montag, ist auf jeden Fall für eine Woche der Weihnachtsmann bei mir im Stream. Ich werde Urlaub nehmen, kurzfristig. Die Stadt ist im Notstand, aber Norman schafft es noch immer, dass... Er wird auf jeden Fall den Stream übernehmen, Leute. Lasst euch überraschen. Was für eine kleine Überraschung für euch. Wie gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Nächste Woche Montag. Für eine Woche. Da ist der Fernseher auf jeden Fall. Klar hat Norman einen. Das wollte ich jetzt nicht im Stream machen. In New York gibt es Ratten und Pizza. All das könnt ihr vergessen auf jeden Fall. Das werde ich nicht live im Stream machen. Den Hodensack in das kalte Wasser reinlegen. Normans Badezimmer ist größer als meine ganze Wohnung. Das mache ich nicht. Wie deprimierend. Albedo, nur wenn du dabei bist, dann bin ich, dann wäre ich auch bereit. Live im Stream. Doch? Harrys Mom Emily. Wir haben ihn damit aufgezogen, dass er sie hübscheste Ich habe noch nie seine Mutter gesehen, Alter, von Dings. Das war sie. Harry Osborn. Hast du einen Schlüssel, Alter? Treffer. Sicher der Schlüssel zu Harrys Zimmer. Was versteckst du hier, Norman? Norman und Otto. Wow. Sie waren wohl mal ziemlich gute Kumpels. Hä, ist das Was Otto, hat Alter? Hat solche Freundschaft nur zerstört? Mit langen Haaren, Alter? Mit Brille und sowas. Das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen, Junge. Aber fängst du an, an meinem... Aber du fängst an, meine... Ja, okay. Für 2,50 würde ich machen, Digga. Für 2,50.
Für euch dann, ja. Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Wenn auch verspätet. Es war ein hektischer Monat. Ich vermisse dich, besonders heute. Ich habe ihn weggeschickt. Zur Behandlung. Und gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Wir schaffen ein Reich nach unseren Vorstellungen. Für dich haben wir GR-27 leider zu spät entwickelt. Was ist das denn? Aber Harry wird es retten. Sein Zimmer bleibt unberührt und bereit für seine Rückkehr. Also heute muss... Der Schlüssel ist bei dir, M. Ich weiß, dort ist er sicher. Moment. Norman hat Harry zur Behandlung geschickt? Ich dachte, er macht eine Europareise. Heute muss auf jeden Fall ein besonderer Tag sein, Alter, bei denen da. Ihr bei den Normans. Bei den Oscorps. Gott. Pete und ich sind als Kinder gern hergekommen, um Filme zu gucken. Welten entfernt von Queens. Lustig, dass Harry immer genau das Gegenteil wollte. Am liebsten sah er sich Cartoons auf dem kleinen Fernseher in Mays Küche an. Was? Das ist nicht für Harry, oder? Harrys Tagebuch. Der letzte Eintrag ist vom 18. Juli. 18. Juli. Das muss der Code für das Zimmer sein. Alter, Norman ist Saurus. Bevor wir hier verschwinden, brauchen wir einen Plan. Hier! Du bleibst hier. Das Antiserum ist fertig und ich werde die Produktion überwachen. Sie werden ohne mich komplett angreifbar sein. Ich scheine mit dir komplett angreifbar zu sein. Ich gehe allein. Ende der Diskussion. Lass Team 2 auf Standby. Ich gehe an die Luft. Pete, Normans Heilmittel ist bereit. Er geht zum Labor, an dem es ist. Kannst du ihm folgen? Das würde er bemerken. Jemand hat Sable heute was in den Kaffee getan. Ihre Männer sind auf Super-Alarmstufe rot. Gut, dann bleib bereit. Ich hab den Ort schon fast. Ach, also der... 1807 ist der Code. Orlan? Ah, Mist, ey. Er hat mich nicht bemerkt, ne? Gut. Er hat mich nicht bemerkt. Wo ist Norman jetzt hin? Oh je. Aber schön gemacht, Alter, dass man auch mit MJ spielen kann oder mit Miles, ne? Richtig gut gemacht, so. Gut für die Abwechslung auf jeden Fall. Okay, 18. Juli. Bingo.
Bingo ist mein Name. Ein Bauernhof hat einen Hund. Super gruselig. Was ist das hier? Das sind die Bomben von Dings, ne? Typ Handgranaten? Von dem Kobold. Muss ich das? Ansehen? Mach ich doch. Wow, Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. Bravo, bravo, bravo. Das ist alles im Besitz von Oscorp. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. So finde ich das Teufelsatem-Labor. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Könnt ihr echt einen Kaffee brauchen? Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Und das ist wohl Geschäftsgebäude. Wow, das sind viele Daten. Oscorp geht... Nein, Norman... Dr. Strom. Dieser Robotikexperte? Ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für das Teufelsatemlabor. Gutes Alter... Am Teufelsatemlabor sind sicher viele Sable-Truppen. Obwohl Streifenwege an Oscorp-Gebäuden vorbeiführen? Gutes altes Alpha-Team. Keine Bewegung von Dr. Van Adder. Dr. Michaels leitet das Teufelsatem-Team, wo das Antiserum auch sein mag. Er war auch dort. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Was soll ich denn jetzt machen? Ich verstehe das nicht. Oscorp-Gebäude. Aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Michaels? Und Sables? Was ist das denn, Sables? Obwohl Streifenwege an Oscorp... Oscorp geht... Nein, Norman wird sicher nicht das Antiserum in einem Einkaufszentrum lagern. Gutes altes Alpha-Team. Ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für das Teufelsatemlabor. Setze Sektorüberprüfung fort. Sehr schön. Eine Überschneidung mit Dr. Michaels Weg. Nein, das ist nur eine Säbelstreife. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Am Teufelsatemlabor sind sicher viele Sable-Truppen. GR-27. Das ist der Codename für Teufelsatem. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR-27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin wirken. Ist das Martin Lee, Alter? Das Kind? Was kommt, du Schuft? Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Stopp, Digga! Hilfe! Hilfe! Er hat sich mutiert. Verwandelt. Was hast du getan? Otto war auch dabei. Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? Was macht die Spinne hier? Wer ist da? Oh nein. 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 Oh, komm schon.
Verdammt! Oh oh. Oh oh oh. Nicht schreien. Schlagt Alarm. Weg, weg, weg mit den Spinnen, Mike. Spinnen, ich hasse Spinnen. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Mann, die züchten hier Spinnen, Alter. Die machen irgendwas mit dem Spinnen hier. Ah, okay, da muss ich, oh, da muss ich, ne, da muss ich lang. Okay, die wohnen alle. Zentrale, keine Vorkommnisse. Ah, ne, hier bin ich falsch, hier bin ich falsch. Hier bin ich auch falsch. Mist. Ah, Pete, ich habe das Labor gefunden. Ja, die Spinnen krabbeln nachts beim Schlafen in den Minder. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ah, eklig, Digga, das ist. Super, mach dich schon mal bereit. Nein! Setze Patrouille fort. Oh, das wird nicht so einfach sein, hier zu entkommen, ne? Und lasst mich raten, ich sag's euch, ich kenne die Geschichte nicht mit Miles Morales, ne? Er wird von einer Spinne auf jeden Fall gebissen, der wird auch zu Spider-Man, 100%. Von diesen Spinnen wird er auch angebissen, wahrscheinlich. Digga, dass ich ausgerechnet da ins Wohnzimmer wieder gehen muss, ne? Ist ja bodenlos. Ich muss auch noch da lang, Alter. Ist das unglaublich? Aus dem Balkon oder was? Nein! Guck nicht! Der Balkon muss frei sein. Oh oh. Ah, hat er nicht geschluckt, ne? Muss ich ihn jetzt rauslocken oder was?
Ja, und jetzt? Hä? Achso, ich muss ihn allerdings betäuben, oder was? Ah, Mist, ey. Sag doch gleich, ich muss ihn betäuben. Ah, dann wird das nichts. Du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Pete, bereit? Warte, warte, Moment. Zu spät. Du bist dran. Oha. Du bist irre. Du bist unglaublich. Das alles überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke, Partner. Ja, ich hab doch gesagt, Digga, die Spinne ist da. Die wird übrigens Miles Morales beißen, ne? Dann wird auch zu Spider-Man. Ich wusste es. Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und... Boah, auch am Arsch der Welt hier so, ne? Mach ich gleich eine Schnellreise. Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Aufmachen. Er will Norman umbringen, Alter. Ach, die haben mich schon gefangen. Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Hier kommt der Spider-Man. Scheiße, wurden die Dings alarmiert? Ach, scheiße. Hier nimm. Ach, scheiße, ich wollte nicht, Alter. Ich wollte eigentlich lautlos sein, aber okay. Der Ulti kann das nicht. Der Ulti muss immer für den Spektakel hier sorgen. Sie muss immer laut sein, ne? Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Eieiei, das sind ganz schön viele Gegner hier.
Arms. Boah, Bruder, das ist doch... Hier, nimm die Sicherungsanlage. Boah, das war knapp. Wo sind die denn? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt. Ich bin der Held. Einen haben wir noch. Haben Sable voll erwischt. Sable hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Die Dinger sind schlimm, Alter. Die Leute, diese... Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure die Vögel Männer sind am schlimmsten hier. Das soll wohl ein Witz sein. Lass mal weg. Eieieiei. Ich muss mich beeilen und reingehen. Eieieiei. Gruppenkuschel. Wenn Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen. Ihr nehmt deine Rakete. Boah, jetzt geht's aber richtig los hier. Ah, Bruder, damit hört mir auch mit diesem scheiß Raketenwerfer. Dämonen und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Scheiße, wollte nicht. Das sieht sehr spannend aus, Digga. Ist auch gerade so momentan richtig Action, schwer. Ja? Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay. Let's go. Wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Ich mag diese Frau nicht, ich weiß nicht. Stell mal vor, die App so eine Ehefrau, Alter. Nee, als Partnerin, nee. Sind wir uns einig? Also, solche Frauen haben immer die Hose an, glaube ich, in der Beziehung dann. Danach? Dominant. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Also, wenn ich jetzt mit so einer Frau verheiratet wäre oder so zusammen wäre, also mein Leben, Leben vorbei. Ich rede mit ihnen. Dominante Frauen, oder was? Oh, wir sind gut. Magst du dominante Frauen, Digga? Stehst du drauf? Okay, Lee. Das ist das Ende. Es reicht jetzt. Es wird Zeit, dass wir Lee... okay. Das ist Wahnsinn. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne. Der Feast aufgebaut hat. Hm.
Wo lang, Bro? Hier lang? Ach, runter. Jetzt geht's abwärts. Herum, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Ah, jetzt hat er mich schon wieder. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Wo bist du, Junge? Ah, wollt ihr nicht? Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon. Deswegen willst du ihn umbringen, ja? Kann ich verstehen. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen. Ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Bin jetzt zurück. Ist Ruhe okay bei dir? Okay, die sind jetzt fertig. Ah, sehr schön. Geil. Ich bin auch gleich fertig hier. Dauert auch nicht mal lange hier. Seine Wut. Sie befeuern seine Macht. Otto müsste, glaube ich, der Endgegner sein hier. Obwohl, warte mal, wir haben noch... Ja, aber ich habe nur Zeit bis 15 Uhr, mein Bester, ne? Für ein, zwei Runden hätte ich dann hätte ich Zeit. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert hier. Würde ich schon gerne das Game hier schon zu Ende machen. Zu Ende bringen. Ah, Dr. Michaels, hier. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Also heute Abend auf jeden Fall, wenn ihr online seid, bin ich auch dann, ne? Doch, es tut mir leid. Dann wäre ich auch dabei. Es war ein Unfall! Fortnite, ne? Ich bin heute wollte dir helfen! Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Ja, der hat gesessen, ne? Osborn muss bestraft werden. Boah. Es infiziert diese Stadt schon zu lang. Führen wir Osborn wahrer Gerechtigkeit zu. Aber nicht mit ihren Mitteln. Ei, ei, das war nicht schlecht. Niemals auf. Das bringt nichts. Boah, was, ey. Komm her, Junge, gib ihn. Zack, auf die Glocke. Du hast einen 27 Zoll Monitor auf deinem Face. In your face. Das sind nicht Sie! Das sind nicht Sie! Das hier bin ich! Genau das! Ihr hasst ihn. Oh, jetzt macht er...
Uiuiui. Schnell. Osborns Verbrechen gehen auf dein Konto! Oh, Mist, ey. Jetzt habe ich ihn. Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Sie können den Dämon besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Bams, Junge. Ups. Ein echt großer Dämon. Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen. Nein, mach ich nicht. Jetzt holt er wieder den großen. Das reicht! Das alles wird bald vorbei sein. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Mist. Mein Wille ist stärker als deiner. Das werden wir ja sehen. Eieiei, Junge, was ist los hier, Alter? Erledigt. Oh, Bruder, ich drücke mal. Woanders. Also zu viele Gegner, ja? Oh, jetzt reicht's mal hier, ey. Oha, nein? Jetzt habe ich ihn. Ich teste gerade ADM-Modus. Was ist denn das, Bianca? Oh, Junge. So, immer positiv bleiben, ne? Genau. Osborn muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Jetzt kommt der nächste Gegner. Otto? Ist das Octavius? Aber warte mal, jetzt habe ich schon 5 Gegner besiegt. Ja. Jetzt kommt der Endboss. Nutzlos. Nein, das Serum. Ja.
Gegenmittel, ne? Jetzt wäre richtig geil, wenn er die Maske abnehmen würde, um zu sehen, dass er Peter ist. Dass Peter ist. Er weiß doch gar nicht, dass er Ding Spider-Man ist, glaube ich, ne? Oder weiß er es schon? Otto? Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Otto. Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Ach so, ohne, ah, okay. Nur Granaten ohne Waffen. Fiest. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauche Masken, Handschuhe, alles, okay, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Aus Russland, ne? Oh mein Gott. Alter, der Spidey wird ja richtig Dings heute hops genommen hier im Game. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wurde schon Miles von der Spinne gebissen, Alter? Wurde Miles bereits schon von der Spinne gebissen? Er wird's schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Sie sagen, es könnte bald vorbei sein. Tante May. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Schnapp sie dir, Tiger. Auf diesen Spruch habe ich jetzt gewartet, Tiger. Da ist die Spinne. Da! Da ist die Spinne. Und die Spinne sucht sich jetzt Miles Morales aus, ne? Miles. Jetzt geht er hier entlang und dann schön auf den Kopf, gib ihn. Überall Peter Parker. Ich hab mich schon immer gefragt, Alter, wie er zu Spider-Man wurde. Nein, das ist es nicht. Vielleicht ich dachte irgendwie so wegen hier, wegen ein anderes Universum oder solche Geschichten. Ja, Alter, da ist er. Da. Er hat die Spinne jetzt getötet. Wurde aber auch gebissen jetzt, ne? Natürlich.
MJ hat recht. Ich habe die neurale Schnittstelle gebaut und kann sie auch zerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Aber wir brauchen einen neuen Anzug. Jetzt brauchen wir den Anzug hier, den Klassiker hier. Von Tobi. Oh ja. Boah, wie kann er mich dann so ziehen? Verstehe ich von da oben. Postag? Welchen denn? Den hier? Den Iron Spider? Oder den hier? Hybridanzug hat er auch. Hybrid. Und das ist hier auch eine Anzug von ihm, glaube ich. Aber eher wahrscheinlich das hier. Irgendwo steht Stark-Anzug, Alter, irgendwo. Ja, der ist auch brutal, ja. Aber der ist auch brutal, Digga, ne? Also. Hier, Stark-Anzug. Welchen? Den? Hier, den? Gut. Ah, oh, guck mal, wie er sich schon bewegt hier, Alter. Ganz köstlich. Spider-Man, hallo. Ich muss diese Nummer wechseln. Grüße. Jetzt muss ich New York verlassen. Die Ereignisse geben mir zu denken. Du hast Osborn gerettet, trotz seines Hasses. Beeindruckend. Ich muss nach Hause und über mein Leben nachdenken. Verflixt. Was? Ich muss nach Hause? Todestruppen. Warte mal, was? Dies ist deine letzte Chance, auszurüsten und Fähigkeiten vor dem Ende der Story auszurüsten. Jetzt kommt Dings Endboss, Endkampf. Endkampf. Aber ich bin echt schon fertig. Das sind ja fast gute... Was hast du gesagt, Spidey? Ich hab's nicht verstanden. Das mit der Killer-Anzug-Modus. Okay, jetzt hat er wieder seinen Originalanzug an vom Game. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich glaube, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ja, dafür ist es, glaube ich, zu spät, Digga. Mit den Armen da, meinst du, ne? Fähigkeiten? Nee. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Hä, kleine Eigenkreation? Was macht er jetzt? Was? Er rüstet seine Dings um? Der Anzug? Er sieht ja nicht aus wie Dings, Alter. Tom Holland, bisschen so, ne? Was? Was ist das für ein Anzug? Oha. Schnell mal auf Dings Insta nochmal abchecken. Warum kriege ich nur 3 Werbung? Walla, ich weiß nicht, Digga, ja? Wie lange gehen die denn nur jeweils? Aber 3 Werbung insgesamt 60 Sekunden, mein Bester. Ich habe so eingestellt, dass immer die Werbung mal 60 Sekunden lang gehen. Können auch 3 verschiedene sein, so 10, 15 Sekunden, irgendwie sowas. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Oh!
Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Ja! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Du willst die Wahrheit hören? Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Aber er wird doch nicht sterben. Er wird nicht sterben, oder? Oder stirbt er jetzt gerade ab? Er ist abgekratzt. Ah, nee. Boah, der. Da ist er. Geben Sie mir das Anti-Zero. Otto. Sie ich bin immer gespannt, Alter, was Anzug so drauf hat. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte. Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt. Bombs. Nein, nicht runter. Geben Sie mir das Antiserum. Sie haben Osborn doch bereits ruiniert. Nein. Er fällt immer auf die Füße. Er muss alles verlieren. Jetzt habe ich ihn. Räuchte mal da, ja. Sie wollte das Babycam haben. Ein schöner neuer Anzug wird nicht. Schon geil, so ein Babycam, ja. Ich kenne Ihre Schwächen. Ich habe keine Schwächen. Arms, Junge, gib ihn, die Schlägerei. Was habe ich da noch hier? Was ist das? Erschütterungsschlag? Du verschwendest meine Zeit! Oh, Bruder, ich glaube, ich kratze ab hier. Ich habe keine Chance gegen ihn, Alter. Ist der Verbrecher! Nicht ich! Alter! Da ist er mich. Ich möchte Ihnen helfen! Oh, ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Komm nicht an ihn ran, Mann! Sie schaden sich nur selbst! Ich komme nicht ran an ihm! Jetzt! Genug gespielt! Ah, ich wollte nicht runter! Beeilung! Ei, was ist jetzt los?
Spidey. Oh oh. Das war's. Sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Eieieiei. Ah, jetzt ist er wieder aufgeladen, ne? Ah, warum drücke ich immer auf Start, Alter? Geben Sie mir das Antiserum! Nein! Ich verspreche, Osborn wird angeklagt. Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Boah, das ist ja wieder... Schluss damit! Oh nee, jetzt das gleiche Spiel wieder... Jetzt ist er fertig. Oder ich bin fertig. Wie enttäuschend. Ah, jetzt sieht er Peter, ne? Parker. Ah, er wusste es. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. So, dein Gegner. Aber sie hörten mir nicht zu. Sei ehrlich, hast du Schwierigkeiten gehabt, Digga? Sony bei dem Endgegner? Sie wussten es. Also du beim ersten Mal nicht geschafft. Siegen. Das bedeutet mir zu viel. Das bedeutet mir zu viel. Halt's mir! Oh, das oder? Verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Du solltest mir helfen! Hab ihn! Oh. Geil, Junge! Bam, Junge, gib ihn! Ah, jetzt hat er mich. Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten. Ach, sein Anzug, sein normaler Anzug ist unter seinem... Alter. Sie waren mein Held. Gefällt mir auf jeden Fall, ja? Das Ende ist richtig gut. Sie waren so wichtig für mich. Boah, Digga, das... Ich hasse es, dass Peter geht da richtig ab, Alter. Voll emotional dabei. Wir wollten die Welt verändern. Boah. Ah, Brudi. Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde.
Nur verletzt. Otto! Alter. Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein? Ja, danach Miles Morales, aber nicht direkt, mein Bester. Nächste Woche erstmal Pokémon, ja? Montag. Sobald wir das durchgespielt haben, werden wir auf jeden Fall Dings spielen, Miles. Alter! Nein! Nein! Was ist das, Digga? So, so mäßig, filmmäßig so richtig, ja? Wieder abgehen, Digga! Also hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall, sag ich euch. Das Finale hier. Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Spider-Man Games sind generell wie Sie die Aufgaben? Eine 21 von 10. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung. Unsere Talente für andere zu nutzen. Aber ich sag mal jetzt nicht, alles bei dem Spiel, die ich jetzt jeweils schätzt, gespielt habe, waren auch so brutal geil, oder? Ich sag's dir. Ich hab ja schon ein paar so Spiele gespielt, so, ne? Ob sie es begreifen oder aber nicht. Das Spiel, nein, Alter, das ist, Alter, ist wirklich gut. Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! War das ja, so? Ja? Natürlich. Albedo? Sie haben recht, Peter. Aber. Das ist mir jetzt klar. Die ja, den gab's immer eigentlich so, ne? Hast recht, ja. Otto gab's immer eigentlich schon, ne? Und Venom auch so, bei einigen Teilen, glaube ich. Venom auch Butter, ja. Wir kriegen das hin. Ich bin vor allem gespannt, Alter, zusammen, welche Gegner jetzt mal bei Miles Morales, Alter, vorkommen. Wenn Sie mir helfen. Ich hab mich da noch nicht spoilern lassen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Otto ist wie halt viel fies, sein Dragon Ball. Sein Hauptbösewicht. Sie haben gesagt. Auftauchen tut Sie auch immer wieder, ne? Im Stich. Das ist bei Dragon Ball super, Digga. Kam ja schon vor, wissen ne? Sie noch? Und natürlich, keine Sorge, Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Alles klar, Bianca, kein Problem. Was gibt's heute zum Essen? Maria. Peter. Aber dafür gibt's andere im zweiten Teil. Auch wenn es unendlich wird. Ich bin mal gespannt, Alter. Ich weiß, ich keine Ahnung, ich hab mich noch nicht spoilern lassen. Peter! Ich hätte noch gerne so eine Szene gesehen, Alter, wo man so Dings, Ben auch nochmal Dings hier sieht. Nicht Dr. Ben, hier Ben, Onkel Ben. Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Scheiße, ja. Ich lass dich kurz allein. Ich glaube, Miles wird man, glaube ich, gar nicht mehr sehen jetzt. Nach seinem Spinnenbiss.
Ich mache eine kleine Stelle, eine Salami-Schinken-Käse-Pizza. Oh. Ich esse heute Abend erst Spaghetti mit Tomatensauce. Oh. Hört sich aber ziemlich lecker an bei dir. Oder bei euch. Alter. Du weißt es. Schon eine ganze Weile. Sag jetzt nicht, ey, Tante May stirbt hier. Dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. Ben. All die Leute, die du gerettet hast. Ist schon ganz geil gemacht, ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Lieber eine Person retten oder allerdings alle auf einmal, so weißt du? Scheiße, ey. Ey, wer ist Marcel, Digga? Zu welchem Marcel, Digi? Für mich sind die beiden Teile der krassesten Story-Games aller Zeiten. Ich bin auch Spider-Man-Fan. Ja. Hat mich überzeugt auf jeden Fall. Falls ihr das Game noch nicht gezockt habt, Leute, müsst ihr auf jeden Fall machen. Bianca. Hol dir das Game auf jeden Fall. Marvel, ach so. Aber Digga, ich hatte nicht gedacht, Alter, dass Tante May hier stirbt, Alter. Erst für so einen zweiten Teil, so oder einen dritten Teil. Ich habe Ende geweint. Also ich bin ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt so offline wäre, so offline streame, so offline gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch ein paar Tränen hier vergossen. Ich versuche mich gerade zu beherrschen, Digga. Ich bin auch so ein Emotionaler, so ist es ja nicht, ne? Ben Parker, Digga. 2010 ist er gestorben, Ben. Die Mutter von Miles ist das auf jeden Fall. Miles, sein Vater ist ja auch hier in dem Teil gestorben. Er war ja ein Cop. Ja, aber nicht Ding ist. Aber nicht hier, also gleich beim ersten Teil hier, im ersten Teil. Sie kann ja ruhig sterben, aber erst in so einem zweiten Teil. Was haben wir da? Nur eine Pity gemacht hat Salamischinken. Hm. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Bist du so eine Pussy oder was? Ich wusste, du schaffst das. Ah, Digga, halt auch. Was ist mit dir? Was gefunden? Ich hab selbst bei Digimon habe ich geweint, Digga. Aber. Ich bin gleich bei Digimon habe ich auch geweint, Digga. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Digimon ja, oder glaub, One Piece gab es auch so ein paar Momente, Alter, wo ich auch so, ne, Tränen lassen habe. Tut mir leid, es ist, du bist Wissenschaftler. Aber ich habe noch nie bei Titanic, Alter, in Titanic habe ich nie geweint. Kann ich auch schon mal sagen. Bevor der fast die Stadt vernichtet hätte. Also. Ich habe mir Titanic auch schon mehrmals geguckt, aber noch nie geweint bei dem Film. Auch wo Dings hier, ich meine, Jack gestorben ist, also Leonardo DiCaprio. Oh ja, an den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Ich heule heute noch Wasser. Meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig. König der Löwen auch Butter, ja? Übernachten. Oh. Also mich triffst immer so emotional so richtig hart, wenn ich immer so, wenn irgendjemand so heult, so, ne? Wo es halt um die Liebe und Freundschaft sowas geht, Vertrauen so geschieht hat, so, ne? Das trifft mich so richtig hart, Alter. Nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Er sieht ein bisschen aus wie Tom Holland, Alter, muss ich sagen. Oh. Durch. Das war ein Fehler von Marvel.
Digga, wenn ich schon eine Remastered Edition rausbringe, Digga, könnt ihr mal ein paar kleine Änderungen machen in dem Story, ne? Bei Titanic habe ich nicht geheult und bin eingeschlafen, weil der Film zu lang ging. So, wir sind durch. Tja, ich bin kein Experte oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Aha, ey, so ein Spoiler-mäßig hier. Hey, okay, so links. Wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Was ist jetzt los? Hey, also, Pete? Ja? Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Also, körperlich. Oh. Pubertät. Oh. ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, Bereiche. Nein, nicht das. Ja, genau. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Ach du Scheiße, hier wird das schon links zu Spider-Man, Alter. Wie man's nimmt. Ach du Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Digga. Ich dachte, das kommt erst im zweiten Teil so. Gut. Okay. Nehmen wir mit. Marvel Studio anzünden. Ah, oh, schon wieder. Es geht noch weiter hier. Der zweite Teil wird so geil. Ich glaube, er dachte jetzt was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme dich aufs Wort, Digga, Stony. Wehe, stimmt nicht. Wir waren dicht dran. Wer ist das? Wer ist das? Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Was ist Harry? Harry ist das! Das werde ich. Mein Sohn. Ich liebe dich, Sohn. Das ist Harry, Alter. Heftig, was mit ihm passiert? Alle Fehler vom ersten wurden behoben. Vertrau mir. Endspiel. Oh ja. Glückwunsch, du hast die Hauptstory durchgespielt, aber die Abenteuer. Wenn ihr da Forschungsstation die Tageszeit ändern, du kannst auch ein neues Abenteuer mit dem mal die Schwimmkasse oder ein neues Spiel plus anfangen. Neuer Anzug, Anti-Ock-Anzug haben wir bekommen. Wir haben neue. Oh, was ist das denn hier? Guck dir mal das hier an. Oha. Hey. Was will die jetzt von? Die Straße runter waren Männer. Ich glaube, sie waren bewaffnet. Ich sehe mir das an. Danke. Nette Buddy, ja? Hm. Der Schlipper Spidey. Schlipper, Mann, ey. Ah, was ist denn damit, mit dem Anzug hier? Der sieht auch ganz geil aus, ne? Spider-Armor-Anzug. Von den Fantastic Four, so einer auf denen? Der hat schon geile Anzüge, aber ich kenne nicht alle, Leute. Die vielen Anzüge kommen auch in den Comics vor, so, ne? Zum Beispiel das kenne ich hier zum Beispiel gar nicht. Oder das hier. Sieht aus wie ein Power Ranger. Das kenne ich von Spider-Man auf jeden Fall,
Im zweiten Teil kommt er vor. Black Monkey, ne, heißt er, ne? So ein Anzug vom zweiten Teil, glaube ich, ne? Kenne ich auch nicht, Alter. Ja, Fantasy Four. Kenne ich nicht. Haben wir kennengelernt eben gerade. Anti-Ock-Anzug. Kenne ich auch nicht, obwohl es auch geil aussieht, ne? Hier, hier kenne ich, Comic. Ich habe ja damals auch seine Comics gesehen, Dings hier, seine Serie habe ich gesehen, Anime, ne? Ah, das kenne ich auch nicht. Das kenne ich auch von Homecoming, ne? Oh, das sieht auch brutal aus, Alter, ne? Das sieht auch brutal aus, könnte auch so ein Gegner sein, Alter, Endgegner so. Auch geil. Ja, geht. Auch geil. Kenne ich nicht, aber sieht auch nicht schlecht aus. So ein Punker-mäßig, haben wir. Ey, im zweiten Teil, ne, gibt's da auch andere Anzüge nochmal? Stony? Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Kenne ich nicht. Sieht auch so wie Alien-mäßig so. Oh, sieht auch ganz geil aus, ne? Sieht aber aus wie Dings, Alter. Der Dings hier. Von Batman hier, der eine hier. Heißt er Deadpool? Nee, nicht Deadpool. Deathstroke oder sowas, ne? Aber sieht auch ganz geil aus, ne? Der Anzug hier. Mein Gott. Ja, Deadpool, nicht Deadpool. Ich glaube, Deathstroke heißt er so. Oder heißt er auch Deadpool? Stark-Anzug. Kenne ich nicht. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Vom Spiel Original, okay. Kenne ich auch nicht. Glaube ich, kenne ich. Aber was ist mit denen hier, mit den restlichen Anzügen hier? Da fehlen ja noch ein paar. Also Add-ons. Ach so, okay. Bleiben wir mal beim Dings hier, ne? Beim Stark-Anzug hier. Obwohl hier. Den finde ich besser irgendwie. Ja. Den finde ich besser. Und das nächste Mal, wenn wir wieder den ersten Teil zocken werden, jetzt auf jeden Fall, müssen wir die beiden, die drei DLCs noch zu Ende bringen, ne? Hier kommen auch nochmal neue Gegner, glaube ich, ne? Oder Deathshot oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Aber wenn du Bock hast, können wir zocken. Wir können jetzt ein paar Runden Fortnite zocken, Leute. Wir können jetzt nebenbei jetzt ein paar Runden zocken auf jeden Fall. Bis 15 Uhr bin ich dabei. So, das wär's erstmal mit Spider-Man, Leute. Fürs Erste. Jetzt Fortnite und nächste Woche geht's dann Montag los. Du bist zurück. Wie geht's deiner Mom? Gut. Sie beschwert sich schon wieder, dass sie keine Enkel hat. Mit Pokémon. Also, nimmst du jetzt Urlaub? Bist du verrückt? Dafür ist keine Zeit. Es gab keine Apokalypse, also haben wir haufenweise unerledigte Dinge zu erledigen. Rikers Ausbrecher, Dämonen. Fisks Leute wollen wohl auch wieder mitmischen. Klingt nach harter Arbeit, aber wir schaffen das. Nicht du. Für diesen Job brauchen wir Spider-Corp. Spider-Corp. Du hast es gesagt. Sogar mit der Stimme. Okay, mach's nicht schreck. Du magst mich wirklich. Ja, jetzt ist es schreck. Dann mal los, wenn die Arbeit ruft. Ich kann es kaum erwarten. Spider-Corp überwacht die Stadt. Friedlich. Aber unter der ruhigen Oberfläche brodelt es. Aber was für einen grünen Abschluss, Alter. Was habe ich getan? Sehr, sehr geil. Gut.